Hallo und herzlich willkommen heute zum zweiten Part. Ich habe das Ganze wieder gefickt mit dem, dass es immer so geleckt hat. Jetzt geht's wieder, drücke ich fest und gehe rein. So, das ist das neue Haus hier. Gleich schon mal, also das von Lara und 123. Und hier gleich schon mal einen super Empfangsbereich. Das ist eigentlich meine Lieblingswohnung. Und hier ein Ablagebrett. Und hier noch eine Garderobe. Dann geht's hier runter. Und was man hier auch machen kann. Man kann hier, dass es dunkler wird, das Licht ausschalten beim Fernseher. Besser ist es aber in der Nacht. Jetzt habe ich das Screenshot gemacht, egal. Also. The Night. Finde ich auch gut. Time Set. Night. Und in der Nacht kann man hier dann super Fernsehen schauen und es ist trotzdem noch hier hell beleuchtet. Und das finde ich sehr gut. Aber wir sind jetzt am Tag und mir ist es jetzt zu dunkel. So, mach's wieder an. So, jetzt gehen wir erstmal in den Garten. Dieser Garten ist ein bisschen schöner nach meiner Meinung auch. Der ist halt eher teichiger und würde ich jetzt den Shader wechseln. Muss ich, glaube ich, sogar. Und sieht da vielleicht nicht so gut aus. Haben wir hier einen wunderschönen Pool. Jetzt sieht da der Garten zwar nicht mehr so schön aus, weil es einfach nur ein Teich ist. Ich finde den anderen Shader auch schöner und der kostet auch nicht so viel. Aber der geht auch. Und dieser Pool ist einfach voll geil. Habt ihr eben diesen Effekt gesehen? Diesen Schwabbeleffekt? Den finde ich gut. Wenn er dann so plötzlich das Glas einknickt. Ja, das finde ich an dem Shader auch sehr gut. Aber und auch dieser Blende-Effekt. Wenn ich die Sonne mal finden würde. Habe ich ja alles schon mal gezeigt. Aber ich mache nochmal Time Set Day. Ich mag das einfach. Aber ich wechsle jetzt in den anderen Shader, weil sonst finde ich es irgendwie. Ich finde es so schöner. Der Pool sieht zwar ein bisschen dreckiger aus, aber das liegt ja auch vielleicht daran, dass morgen ist und wenn man dann bei einer beleuchteten Stelle ist, dann wird es auch hell und das ist realistischer. So, das hier sieht natürlich viel besser aus. Hier ist halt ein Esstisch und ein Sprungbrett. Ja. So, und sagt nicht, man kann da irgendwie einbrechen. Ja, kann man. Aber in den Gärten ist es bei vielen Häusern so, dass man reingehen kann. So. Hier geht es dann wieder hoch. Da ist dann ein Wohnbereich und so. Und hier ist erstmal Waschbecken und so. Heißt, hier haben wir einen Ofen, ein Waschbecken, ein Crafting Table. Das soll eigentlich einen Schrank darstellen und hier halt noch so ein Grill mit einer Dunstabzugshaube. Ups, und es laggt. So. Ich mach mal so weiter, das geht auch. Da muss ich aber als erstes einmal beruhigen. So. Dann hätten wir hinter mir einen Kühlschrank. Mit dem hat es weniger gelernt. So, jetzt geht's aber. So, also hier hätten wir einen Kühlschrank. Ich habe gerade ziemliche Probleme. Und hier ein Schlafzimmer. Einfach hier mit einem Tisch. Quatsch, ein Tisch. Ein Computer. Und hier dann zwei Betten und einem schönen Design. So. Jetzt denkt man, hä, was ist das? Geht es da zum Badezimmer? Nein. Das ist ein Kleiderschrank, den konnte ich sonst nirgendwo hinbauen. So, die Folge werden wir jetzt schon noch zu Ende bringen. Ja. So. Also.
Habt ihr gesehen? Sag nicht, ich schalte den Shader aus. Es passiert ja nichts. Da habe ich auch 8 FPS. Los, Bad können wir auch ohne Shader ertragen. Hier einfach ein Waschbecken. Da eine Toilette. Und eine Dusche. Die habe ich mal auf eine andere Art gebaut. Doch gehen. So, das war die Wohnung. Ich mache nochmal kurz Shader an. Da hat man auch wirklich den Eindruck vom Bad. Ich habe zwar nicht mit Shader gebaut, ich habe natürlich ohne Shader gebaut. Aber so sieht es auf jeden Fall besser aus. Und dann würde ich sagen, wenn es euch gefallen hat, ein Like würde mich freuen. Und dann würde ich sagen, in der nächsten Folge habe ich es wieder gefickt. Also, tschüss.